Die Rückrunde steht vor der Tür, es wird fleißig getestet. Und zwar nicht nur mit dem Stäbchen in der Nase, sondern auch auf dem Fußballfeld. Mittendrin Kevin Großkreuz und die TuS Bövinghausen. Für die Gastgeber ist es die dritte Partie im neuen Jahr. Der Gegner heute heißt FSV Duisburg und kommt besser in diese Partie. Keine 60 Sekunden durch, das ist Borat Seisen mit dem ersten Abschluss. Und der trifft auch gleich zur 1:0 Führung für den Oberligisten. Der FSV mit einer Hinrunde zum Vergessen, aktuell Tabellenletzter in der Oberliga Niederrhein mit der schlechtesten Offensive. Vor der Pause seit 7 Spielen nicht mehr gewonnen, zumindest in diesem Testspiel mit dem besseren Start. 25. Ecke von der rechten Seite, die landet bei Konstantinos Moulas. Und der mit dem frühen Doppelschlag für den Favorit aus Duisburg, auch weil Kevin Großkreuz am kurzen Pfosten den Ball nicht wirklich verteidigen kann. Und Moulas lässt sich dann am Elferpunkt nicht zweimal bitten, nichts zu halten für Ricardo Seifried im Gastgeberkasten. 29. Eckball auf der Gegenseite, das ist Čatić und so ein bisschen aus dem Nichts. Der Anschlusstreffer für den Westfalenligisten. Erwin Čatić, der 24-Jährige, im zweiten Versuch überwindet er Seja Ihara. Und trotzdem, Duisburg hatte weiterhin alles im Griff, gerade offensiv, das gefährlichere Team. 6 Zeigerumdrehungen später, das ist wieder Boran Sezen und der mit dem Doppelpack in Halbzeit 1. Fein in Szene gesetzt von Batnevic. Und Sezen dann mit seinem zweiten Treffer an diesem Sonntagnachmittag. Für die TuS startete das neue Jahr mit einem Highlight gegen den Wuppertaler SV. Man unterlag am Ende mit 2:5, machte trotzdem keinen schlechten Eindruck und traf auch heute nochmal kurz vor dem Pausenpfiff ins gegnerische Tor. Fahne geht allerdings hoch, Sebastian Mützel knapp im Abseits. Diese Szene gleichzeitig der Schlusspunkt auf einer ereignisreichen ersten Halbzeit. Der direkte Sprung in den zweiten Durchgang, 50. Minute, das ist Kevin Großkreuz mit dem 2:3 Anschlusstreffer. In der Liga wartet der 33-jährige Ex-Bundesliga-Profi noch auf seinen Premierentreffer für den neuen Arbeitgeber. Im Testspiel klappt es hervorragend, auch weil der FSV das luftig verteidigt. Großkreuz hat in der Mitte zu viel Platz und Ergin fliegt vergebens. Die Gastgeber hatten nun Blut geleckt. Nächster gut vorgetragener Angriff, das ist Heric und der stellt auf 3:3. Der Ausgleich nach 54 Minuten durch Elmin Heric. Neuzugang kam von Fortuna Düsseldorf in die Westfalenliga und fügt sich hervorragend ein. Noch keine Stunde durch und trotzdem schon 6 Treffer. Der neutrale Zuschauer kam hier und heute in jedem Fall auf seine Kosten. Die Gastgeber nun mit Oberwasser. Das ist Nico Thier einmal gegen die gesamte Hintermannschaft. Der Abschluss ist dann zu zentral. Und auf der Gegenseite macht Ergin das Spiel schnell. Szene läuft ungeschnitten weiter. Das ist der eingewechselte Baris Koktürk und dann fehlen Zentimeter zur Gästeführung. Schlussphase längst angebrochen, der FSV schaltete nochmal einen Gang hoch. Immer wieder mit dem eingewechselten Koktürk, feine Drehung und dann nach 74 Minuten die dritte Führung an diesem Sonntagnachmittag für den Oberligisten. Koktürk beschenkt sich an seinem 21. Geburtstag selbst, macht das fein mit der Drehung. Und für Ricardo Seifried im Gastgeberkasten ist dann nichts zu halten. 15 Minuten noch auf der Uhr, aber ich darf euch verraten, es passierte nicht mehr allzu viel. Der Siegtreffer von Koktürk, gleichzeitig der Schlusspunkt auf diesem Testspiel. Die TuS aus Bövinghausen verliert im Kalenderjahr 2022 die zweite Partie. Und der FSV gewinnt unterm Strich am Ende nicht unverdient.